sind ja tolle Fleischstücke. So. 5 Sorten Fleisch. Lamm, Rind, Schwein, Huhn. Ja. Wird im Stück in die Suppe getan. Das sind so 2 Liter Wasser, kaltes Wasser. Kalt. Kalt. Und da kommt es drauf. Dann kommt normales Suppengrün, was man so hat. Ne? Also die Zwiebel, Lauch, Möhre und Sellerie. Und wo haben wir das? Basilikum. Ah, schön. Und Petersilie. Natürlich. So, aber jetzt kommt es erst. Ich drücke das einfach. Ist das so alles drauf. Petersilie? Ja. Das sah aus wie Lippstöckel. Nein, Lippstöckel kommt auch, aber ist nicht. Wo haben wir das Lippstöckel? Doch, das war Lippstöckel. Doch. Guck mal. Das war? Ja, Lippstöckel. Ja, das ist richtig. Oh, herrlich. Petersilie hat dann gefehlt, aber ist egal. Nein, Petersilie ist auch. Ist auch da. Also darunter war Petersilie, schauen Sie, das ist Petersilie, das ist Lippstöckel, alles da. Alles und da. Basilikum. So, und jetzt kommt das Raffinierte. Es kommen ganz viele Gewürze rein. Ich sehe schon, was da alles steht. Und zwar, toll. Ich fange jetzt einfach an und du von allem überall nur eine Messerspitze rein. Ich muss selber nachschauen, weil ich das von einem Mal zum anderen nicht mehr weiß. Wie heißt diese Suppe? Die heißt, das ist eine Villacher Kirchtagssuppe. Und die macht man zum Kirchtag? Die wird nur, das ist eine Villacher Kirchtagssuppe. Ja. Aber es gibt in jedem Tal, in Kärnten einmal im Jahr, in Kärnten, in Österreich, gibt es einmal im Jahr, wenn Kirchtag ist, eine Kirchtagssuppe. Das heißt, die kocht man nur einmal im Jahr? Nur einmal im Jahr. Da muss man ja immer reinschauen, die kann man sich ja nicht merken, oder? Da muss und man doch dazu, wo ich sowieso keine Köchin bin. Na ja, das ist also ja jetzt nur alles Künstler zu untertreiben. Also ich sag jetzt mal, was reinkommt. Ja. Das habe ich schon. Also das dann Pfeffer. Was waren das, die 2 Sachen? Das war, also. Das erste waren, glaube ich. Das war Fenchel. Fenchel. Kümmel. Nee, das war. Das war schon drin. Doch. Kümmel? Ja. Das ist. So. Dann jetzt es kommt Pfeffer. Rein. Also Liebstöckel, Safran kommt rein. Oh ja, der ist da, ja. Und da ganz wenig nur. Und was ganz interessant ist, finde ich, früher, oder das machen manche noch heute, geben statt Safran Eigelb hinein. Das ist nur, damit die Suppe gelb wird. Und früher, aber als die noch kein es hieß ja früher, darf ich da so ein bisschen zupfen? Das ist jetzt zu viel natürlich, aber so. Bisschen so. So. Safran macht den Kuchengel, hieß es doch früher. Ja. Und da gab es ja die Gewürze noch nicht. Das ist ja schon ein ganz altes Rezept. Und da haben die Eigelb genommen. Bisschen Eigelb. Ja. Aber Safran ist natürlich wunderbar. Ja. Das macht Fenchel haben wir schon, Kümmel haben wir auch schon, Pfeffer haben wir auch schon, Zwiebel. Nein, und Moment. Die Nein, Kümmel ist hier. Dann war das noch mal was anderes. Was steht da noch? Anis. Matzisblüte, Muskat. Muskat. Oder? Nee, ist Muskat nicht. Ist das. Ja. Ah, wir finden das schon noch. Kümmel. Darf ich jetzt da ein bisschen? Ja, bitte. So, bisschen so. Bisschen, ja. Kümmel. Und das mache ich jetzt Muskat. Ja. Wunderbar. Und 2 Knoblauchzehen. Naja, auf so eine große Suppe geht das ja. Ich weiß. Ich bin nicht der ganz große, aber man merkt ich bin es auch gar nicht gegen Knoblauch. Man merkt es gar nicht. So, das Ganze wird jetzt gekocht. Und der Witz ist, es wird am Vorabend des Tages gekocht, wo man die Suppe isst. Also haben Sie gestern schon eine gekocht. Ja. Und die darf jetzt vor sich hin köcheln. Ja. Und sollen wir die mal so ein klein bisschen mit einem, einfach so, dass das alles, dass das runtergeht, so ein bisschen, ja. Ne? So, jetzt mit dem Gas, das so Herr Biolek, ich habe noch nie in meinem Leben mit Gas zu tun gehabt. Aber wir tun das hier hinten, das ist elektrisch, da ist so ein Grill und den tun wir jetzt ein bisschen höher stellen, so. Und hier mache ich gleich das Gas. Sie haben ja jetzt dort die Sie gestern gemacht haben. Ja. Die ist jetzt kalt. Die ist kalt. Das Fleisch wird am Abend herausgenommen, wenn die Suppe gekocht ist, eins nach dem anderen, je nach Garzeit. Ja. Und dann wird sie kalt gestellt. Und wahrscheinlich, damit man dann das Fett abnehmen kann, oder? Ja, vermute ich. Zum Beispiel zum Leidwesen meiner Mutter. Die wird verrückt, wenn ich von einer Suppe Fett abnehme. Weil sie sagt, die das möchte Beste gerne nicht das so. Fett drauf. Aber Mutti, es tut mir leid. Ja. Das Fett muss weg. Soll man das auf einen Teller oder sowas tun? Irgendwo oder? Weg. Oder hier rein.
Ja. Hier. Ja, das ist ja, ganz schön fett, was da rauskommt. Viel. Ne? Ui. Naja, aber man hat ja gerade bei dem Fleisch gesehen, was da für Schwarten drin waren. Ne? Ganz ein bisschen kann ich ja drin lassen. Ja, ja, ja. Fett ist ja Geschmacksträger. Also ohne Fett spürt man dir den Geschmack nicht so. Das schon, aber es macht arthritisch. Ja, ja, naja, also ich meine, darüber braucht man sich zu unterhalten, wie gefährlich zu viel Fett ist. Ich wollte ja nur was Gutes so über Fett sagen. Ja, ich hab's ja auch gern. So, und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Es wird Sahne, saure Sahne und süße Sahne zusammengemischt. Da, soll das jetzt auf die Hitze kommen? Erstmal hier, ich mach mal hier. Nein, nein, das kommt nicht. Erst kommt das rein. Aha, na gut. Wir stellen es aber gleich drauf. Das ja, ist ich hab's schon mal. Ja. So. So. Ja, ja, und jetzt kommt dann die Sahne, saure und süße Sahne. Saure und süße Sahne, Viertel Liter und Achtel. Es geht direkt auf die Hüften. Ja, was ist das? Das ist ein bisschen Mehl. Das ist aber sehr, ganz sehr vorsichtig. Bisschen. Noch ein bisschen? Ja. Noch ein bisschen so. So die alte österreichische Küche war ja immer mit viel Mehl. Soll ich? Das ja, so müssen wir jetzt verquirlen. Man hat ja, meine Mutter hat ja auch noch so böhmisch, mährisch, österreichisch gekocht, hat dann aber im Laufe der Jahre alles leichter gemacht. Immer noch die gleiche Geschmacksrichtung, aber alles mit weniger Mehl, weniger Schwitzen, weniger Butter, weniger Sahne und so, einfach ein bisschen leichter. So. Das geht ja auch auf die Menge. Und es geht, Suppe. Es müsste ein bisschen wärmer sein, weil dann tun wir das. Ein bisschen höher. Dann wird das hier eine große Flamme. Ja. Ne? Und das wird dann hier eingefüllt. Wir warten ein bisschen und in der Zwischenzeit, wenn ich das darf, löse ich schon mal meinen zweiten Hasenrücken aus. Ich habe einen Hasenrücken besorgt. Ich liebe Wild und von ich Wild. Auch. Ja, schön, ne? Und der ist, guck mal, wie zart der ist. Den kann man so mit, so löst er sich ab. Das ist fantastisch. Ja. Der ist aber nicht von meinem Grund, der Hase. Nein. Den hat mein Hund geholt. Gejagt. Ach, das kann man auch. Man kann auch einen Knochen in die Suppe tun. Ja, natürlich. Wenn man einen Hund hat, der freut sich dann sehr darüber. Ah ja, für den Hund, ja. So, dann habe ich das. So, und jetzt mache ich die kleinen weg. Und du noch von unten, da ist ja auch noch so dieses Filet. Nehme ich auch raus. So. So, und jetzt wird das Große schneide ich in die Hälfte, weil die Pfanne nicht so groß ist. Und das mache ich, es ist ganz einfach, ganz schnell, ganz simpel, ganz unkompliziert. Und zwar mache ich das mit so einem Butterschmalz. Ja, das wird langsam. Bisschen Löffel. So. Ah, ich habe was vergessen. Und? Ist alles okay? Nein, ich habe was vergessen. Nämlich? Salz. Also. Na, das können wir doch noch nachstellen. Ja. Da ist Salz drin. Ja, das ist doch kein Problem. Wollen Sie? Ja, bitte. Also, wenn man sonst nichts vergisst, das ist wirklich kein Problem. So. Gut. Dauert es noch einen Augenblick? Kann ich noch was machen hier? Ja, Sie gut. Können noch was. Also, ich habe hier frischen Majoran. Klein gehackt, tue jetzt ein bisschen Pfeffer drauf. Und darin wälze ich die Hasenrücken. Das ist doch köstlich. Boah. Oder? Ja. Oh, herrlich. Das habe ich noch nie gesehen, dass man das sagen. Ne? Toll. Kannte ich auch nicht, habe ich gelesen in einem Rezept. Sofort ausprobiert und sofort gemacht und war begeistert. Sie sind ein leidenschaftlicher. Ja, ja, leidenschaftlich. Ja. So. Und das, die kommen jetzt hier rein. Zuerst die großen. Die kleinen tue ich 2-3 Minuten später rein, weil die schneller fertig sind. Ne? Und das geht so schnell? Das geht unglaublich schnell.
Das ist ja ein so zartes Filet. Sie haben ja gerade gesehen, wie das, ich konnte das mit den Händen so lecken. Das ist ganz, ganz zart. Mach es auch nicht ganz hoch. So, nach 2 Minuten kommen die dazu. Und dann werden die ein bisschen gedreht. So. Ich bin so gespannt auf die Suppe. Wenn, ich weiß jetzt nicht, wann die Möglichkeit für Sie besteht, diese Suppe mit mir zusammen einzurühren mit einer großen... Ich muss ein bisschen hier das... Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, wir haben Zeit. So, jetzt tue ich die Kleinen dazu. Die brauchen nämlich nur ganz kurz. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell, wie rasant sowas geht. Wenn ich Gäste habe und sollte ich kochen, ja, was selten vorkommt, macht immer meine Schwester. Ah, nur bist du praktisch. Ja. Ich liege tagelang vorher schlaflos im Bett, nee, weil ich mir denke, wenn ich jetzt so ein Kaninchen machen muss, das wird eine Katastrophe. Nein, das ist ganz einfach. Ja, ich sehe das schon. Vielleicht doch noch eine Köttin. Ja! Da hat die Mutter früher auch wahrscheinlich doch so die Mitte, na, die wir kochen haben, doch wir alle. Haben, also unsere Mutter ist eine absolute, nicht nur eine super Hausfrau gewesen, Mutter sowieso, aber eine Köchin. Das ist so die altösterreichische Köchin. Also wenn, ne, wie ich in Wien studiert habe und, ja, wenn ich angerufen habe und gesagt, ja, Mutti, ich komme zu Besuch, ja, aber ich bringe 5 Leute mit. Ja, ja, wunderbar, komm, komm, komm. Und wir kamen hin und sie hat gekocht und hat gemacht und hat, es war überhaupt kein Problem. Ja, 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 ja. Aus nichts hat sie irgendwas gemacht. Das hat mich bei meiner Mutter auch überrascht, dass sie ja jeden Tag kochen musste für, ja, uns alle, aber das nie als Last oder als Pflicht empfunden, immer noch mit Lust. Ja. Also, weil ich sage ja immer, Männer kochen so gerne. Warum? Weil sie nicht jeden Tag kochen und nicht müssen. Und ich bin die Familie so, die machen das als Hobby. Also, mhm. Aber die hat es, als wäre es wirklich nur ein großes Vergnügen. So, also die sind jetzt gleich soweit. Ein paar Minütchen noch. Also ich brauche so ein paar Minuten. Sollen wir dann hier jetzt das dazwischen, ja, mal machen? Ich rühre. Oder wie war das, ne? Oder was wie machen wir das? Es muss ganz vorsichtig rein. Einer muss rühren, ja, und einer muss ganz langsam. Dann rühre ich so, ja, damit. Ganz vorsichtig, ja. Es darf nämlich, es muss sich darf so nicht klumpen. Ja, genau. Das ist doch schön, bitte. Guter Assistent. Ja, ja, wunderbar. Ja, klumpt nicht. Und das gibt es dann für jedes Tal oder was? Oder für, ja, also das ist so das Schönste für jedes Dorf, nicht Dorf, ist ein bisschen Dorf, übertrieben, ja, der Stadt, dass sie also so etwas machen zum Kirchtag. Und wir haben uns diese Villacher Kirchtagssuppe ausgesucht, eben weil ich aus Villach komme, ja, und weil wir natürlich finden, wir haben die Beste. Wollen Sie das noch ein bisschen raus? Oh, die hat nicht geklumpt. So, schau. Wunderbar. Klasse. Ne? Sehr gut. So. Das gerne kosten. So. Ich muss das mal probieren. Ja. Und? Wenn Sie mich jetzt nicht umbringen, mache ich etwas. Haben wir einen Brühwürfel da zufällig? Einen Brühwürfel? Oder noch ein bisschen Salz? Könnte sein. Was ich da habe. Na, ich habe Gemüsebrühe und ich habe auch klare Bouillon. Das ist gut.
Das ist also gut. Das ist Hühner, Moment. Nein, Hühner. Rind. Rind. Perfekt. Rind. Perfekt. Bitte. Das ist so der Trick, wenn es nicht wirklich ganz, ganz toll ist, dass das man ganz ein bisschen verfeinern. Also, ja, ja. Also ich bin da gar nicht irgendwie pingelig. So, dann tue ich das jetzt mal in eine Schale. Was wird jetzt damit gemacht? Das wird jetzt nur warm gestellt, weil ich mache jetzt hier ein Sößchen. Und ich darf muss da ein bisschen Folie drauf tun. Und ich mache mal inzwischen das Fleisch rein. Das Fleisch rein, ja. So, und jetzt kommt etwas Ungewöhnliches bei mir, ja? Nämlich Pflaumenmus. Ah, nee, halt, vorher muss ich ja noch, halt. Vorher wird noch Speck ausgelassen. Ah, oh, das ist auch was Feines. Ja. Der kommt dann, das ist nur damit der Geschmack vom Speck nachher in dieses Pflaumenmus reinkommt. Im Pflaumenmus? Ja. Das ist eine sehr gewagte Mischung, aber sehr schön. So, und das wird auch das sieht schon schön aus. Ja, bin noch nicht zufrieden. Also das Fleisch war ja das, was auch gestern gekocht das, wurde. Genau. Ja. Das wird in so wie Palatschinken, wenn man macht. So kleine. So, gehackt ja. Oder was? Oder? Ja, so die werden so aufgeschnitten, wie Flädlesuppe. Ja. So, also ja, ja, so in diesem. Ja, ja, so kleine. So wird das aufgeschnitten. Und das wird dann da reingemischt. Ja. Haben Sie denn als junges Mädchen auch nie gekocht oder nicht gerne gekocht? Doch, ich war auf der Hauswirtschaftsschule und habe kochen gelernt. Oh, naja, bitte, dann stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Steffel. Es hat mich nicht wirklich interessiert und deshalb habe ich auch nichts gelernt. Ah. Aber ich musste ja, ich war 37 Jahre verheiratet, ich musste ja ab und zu meinem Mann auch kochen. Ich wollte gerade sagen, also so gar aber nicht kochen. Nein, er hat einen großen Fehler gemacht. Er hat zu mir gesagt, ich habe es viel lieber, du sitzt bei mir, wir trinken ein Glas Wein und gehen wir essen. Ah, dann haben Sie gar nicht so oft und nicht so viel gekocht. Aber ab und zu schon. Ja, natürlich. Er war ja dann auch krank und eine Weile, dann konnte er wahrscheinlich eh nicht so viel essen. Ah. Ist schon gut. Ah, ja. Jetzt wird es wieder aus. Schon kommt schon. Kommt schon. Sehr, sehr gut. Dann tue ich das mal auf einen Teller. So, noch ein bisschen verfeinern kann bisschen, ich schaden. Ganz ein bisschen. Ja, ja, ich mache sowas auch manchmal, auch bei Soßen oder so noch ein bisschen. Ja. Warum nicht? Das darf noch etwas krosser sein. Dann werden wir also, was trinkt man dazu? Man trinkt dazu ein Villacher Bier. Ich habe eine Flasche mitgebracht. Ist sie im Kühlschrank? Ja. Na, da wollen wir ja gleich. Ich weiß, Sie sind kein Biertrinker, nein. Ich auch nicht übrigens. Nö. Aber ja nichts, wenn man aber so gewisse Dinge hat, muss man manchmal einfach. Ja. Das schmeckt einfach besser. Also ein Schluck. Ich werd mich nicht mit Bier betrinken, aber einen Schluck werde ich probieren. Ich freue mich schon auf den Wein, den Sie hoffentlich. Wein gibt es nachher auch, ja. Ja. Zur Belohnung. Gut. Wenn so, wir Bier, jetzt kommt da Pflaumenmus und etwas Liwowitz, weil das ist ja aus Pflaume. Grüß Gott. Oh. Ich sag ja, Gas ist ganz Mist. Das war nicht vorgesehen, aber ist wunderschön. Ist das nicht toll? Ist das nicht wunderschön? Herrlich. Ja, Gas ist mystisch. Ja. Mach mal die kleine Flamme. Da kann das nicht passieren.
Ihre kocht noch ein bisschen, ist das ja, okay? Ja, ja, köcheln. Ich tue jetzt noch ein ganz kleines bisschen Wildfond rein, damit es so ein bisschen flüssiger wird. So. Das köchelt jetzt ein bisschen ein. Ja, dann lasse ich ein bisschen einköcheln. Soll ich mache erst mal ein bisschen kleiner, ne? Ja. So, ich bin hier, eigentlich. Ja, das habe ich klein gemacht. Das kann ich eigentlich sogar schon ausmachen, ja, oder? Ja, kann man schon. Also idealerweise müsste das Fleisch noch ein bisschen ziehen. Also. Ja, ja. Es geht immer noch besser irgendwie. Ja. So, und dann, Suppenteller. Und dann isst man dazu einen Reinling. Was ist das? Das ist ein Germteigkuchen, den ich mitgebracht habe. Auch mitgebracht? Na, den wunderbar. Hat meine Mutter extra gemacht. Ich hole mal das Bier. Das Bier. Und ja? Ich hole den Reinling. Das ist aber toll, dass Ihre Mutter extra ja, ja. für uns was gemacht ja, wenn hat. Wenn ich kochen gehe, muss ich was dazu tun, damit es gelingt. So, ein Märzen. Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. So. Ich mache ganz wenig nur, nicht? Weil ja, 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 ja. Zum Probieren. Zum Probieren. Denn jetzt kommt hier. Wo ist der Zimt? Jetzt, Zimt, ach, Zimt kommt auch rein. Jetzt kommt oh, oh, Zimt. Das ist drauf. Ja toll. So. Dann gucken wir doch mal, wie das dazu schmeckt. Ja, und wo ist der Reinling? Den muss ich jetzt schnell aufschneiden. Jetzt so, komm noch mal. Ich mach das aus. Wunderbar. Ich habe jetzt hier extra kein Salz reingetan, weil der Speck salzig ist. Und von dem Speck war ja das Fett drin. Ja. Das reicht dann Salz meistens. Oh, oh, schön. Ja, jetzt ein kleines Stück nur. Ne? Aber nicht Schokolade, oder? Nein, das ist Zimt und Zucker. Und Rosinen. Zucker, süß zur Suppe. Ja, pervers, ne? Nein, interessant. Man kann es pervers nennen, man kann es auch interessant nennen. So, jetzt an. Ausschauen tut es sehr traumhaft. Ne? Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt bin ich so gespannt. Jetzt. Ich auch. Mmh. Oh, toll. Mmh. Mmh, wirklich. Mmh. Mmh. Und probiere ich da was davon? Ja, das geht. Das ist ungewohnt. Das ist ungewohnt, ne? Das ist ungewohnt. Also ich muss sagen, ich persönlich mag es nicht so gern. Ich esse lieber einen Semmel dazu. Und Brötchen. Vor allem, bevor ich jetzt Bier trinke, muss ich noch mal ein bisschen Suppe ja. essen, weil ich im Augenblick den Mund ganz süß habe. Aber es ist mit durch den Zimt, es ist irgendwie, man gewöhnt sich dran. Es ist ein ganz merkwürdiger. Aber es ist merkwürdig. Ja. Und das nächste Mal mache ich ein bisschen mehr Mehl rein. Ich habe sie abgehalten, ich bin schuld. Sehr gut, vielen Dank. Ich fühle mich. Ach ja, das passt schon dazu. Hm? Mhm, sehr schön. Ich fühle mich wie an der Kirchweih, oder? Ach ja. Na toll. Mit dem Zimt ist das toll. Das. Ja. Aber also, der Sie Zimt stört mich gar nicht, auch da nicht. Nur das Süße hat mich da ja. bisschen. Also was heißt stören? Doch. Hm? Mmh, sehr gut. So, jetzt probieren wir noch den Hasen. So. Ich tue das mal weg, dann wir da ein bisschen Platz haben. Ich tue das noch da rein.
Mhm. Sehr schön. Ich nehme so kleine Teller, weil ich glaube, wir nehmen erstmal jeder eins. So. Und halt, ja, und das mache ich dann. Das gehört so dazu. So. Ich liebe das sowieso mit der Hand. Ja, in der Küche. Ah, herrlich ist das. Achso, Messerkabel. Ah ja. So. Ah, und dazu gibt es ein Schlückchen guten spanischen Cabernet Sauvignon. Aha. Endlich. So, erstmal herzlichen Dank für diese tolle Suppe. Schön, ja. Der passt jetzt sicher gut dazu. Schauen wir mal. Mmh. Toll mit dir. Mmh. Ja. Und das Fleisch ist wie Butter. Also wenn man das schneidet. Das ist doch enorm. Zergeht so, wenn man so ganz mit dem Messer toll durchgeht. Ganz toll. Das ist enorm. Kompliment. Ja. Ein tolles Rezept. Und so einfach. Wir haben schon gesehen. Und da passt ja auch sehr gut dazu. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aus welcher Region. Irgendwo Südtirol. Da ist ein bisschen Italien und ein bisschen Österreich dabei.